Der Spatenstich, Symbol für Fortschritt und Entwicklung. Wichtige Menschen eröffnen den Bau wichtiger Gebäude und zeigen, hier läuft's. Ich bin nicht grundsätzlich gegen diese Aktionen, aber mich stört einfach die zunehmende Anzahl von Staatsdienern. Die kosten uns Geld. Herbert Eberlein heute Morgen auf dem Weg in den Bayerischen Landtag. Der 80-Jährige aus Bubesheim hat genug vom bezahlten Rumstehen auf Kosten des Steuerzahlers, wie er sagt. Mit einer Petition im Innenausschuss fordert er die bayerische Staatsregierung auf, die Anzahl von hochrangigen Politikern bei Spatenstichen zu regulieren, damit die sich lieber wichtigeren Dingen widmen. Auslöser dafür war dieses Foto vom vergangenen Herbst. Es zeigt den offiziellen Baubeginn eines Radwegs zwischen Neichen und Ettenbeuren. Und wenn beim Radweg ein Bundestagsabgeordneter, zwei Landtagsabgeordnete, zwei Bürgermeister, der Chef vom Bauamt Grumbach und dann noch einer Abteilungsleiter, den er noch mitgeschleppt hat, auch noch teilnimmt, dann kapiert es kein normaler Mensch mehr, der Steuern zahlt. Ich appelliere ganz dringend hier von dieser etwas hoch angesetzten Meinung zurückzutreten. Spatenstiche, gut. Hebaufe, Einweihungen, ja, aber im geordneten Rahmen, lasst bitte die Kirche im Dorf. Es ist angekommen. Die Abgeordneten reagieren vor allem mit Unverständnis. Spatenstiche seien nun mal Tradition. Und außerdem fänden sie während der Freizeit statt. Also Petition abgelehnt. Aber immerhin, eine Stimme kann Herbert Eberlein für sich gewinnen. Also da könnte tatsächlich ein bisschen mehr Sensibilität einkehren, aber das ist meine persönliche Auffassung gewesen. Kein Erfolg für den Bubesheimer im Landtag heute. Er hofft aber, dass der ein oder andere Abgeordnete in Zukunft vielleicht doch noch mal nachdenkt, bevor er die nächste Einladung zum Spatenstich annimmt.